Wer zum Beispiel eine Bewerbung oder ein anderes Dokument mit seiner Unterschrift versehen will, dem bietet Word einige Hilfsmittel. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Unterschrift einfügen und bearbeiten kannst. Viel Spaß! Zunächst einmal musst du deine Unterschrift digitalisieren. Unterschreibe so oft auf einem Blatt Papier, bis du eine zufriedenstellende Unterschrift hinbekommen hast und zieh das Dokument anschließend durch den Scanner. Die Alternative dazu wäre, sich das gute alte Paint zu schnappen und mal eben eine Unterschrift zu zeichnen. Nachteil leider hierbei, dass du mit der Maus nur schwer eine so überzeugende Unterschrift gezeichnet bekommst wie mit einem Stift. Speichere nach dem Gestalten das Dokument auf deinem PC. Welche dieser beiden Möglichkeiten besser ist, musst du für dich entscheiden. Nun kannst du die Bilddatei einfach per Drag and Drop in das Dokument einfügen. Je nachdem, welche Version von Word du verwendest, findest du entweder über einen Rechtsklick auf das Bild oder oben in der Leiste unter Format das Zuschneiden-Werkzeug. Selektiere nun die Unterschrift, die du im Dokument verwenden möchtest und schneide sie aus. Um die Unterschrift jetzt frei zu bewegen, findest du neben der Umrahmung oder wieder oben in der Leiste die Layout-Optionen. Wichtig ist hier, dass du die Einstellung hinter den Text auswählst. Nun kannst du deine Unterschrift frei bewegen und an die gewünschte Stelle ziehen. Oft wirkt eine andere Farbe als Schwarz noch ein wenig realistischer. Durchsuche die Leiste oben nach der Einstellung Farbe, wähle hier Neue Farbe und entscheide dich zum Beispiel für ein schönes Blau. Was auch immer am besten zu deinem Dokument passt. So viel dazu. Möchtest du jetzt noch weitere Videos über Word sehen, so schau mal in die jetzt verlinkte Playlist. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!